Ich möchte euch heute das Schalenwerkzeug nahebringen. Beim Schalenwerkzeug kann man sich vorstellen, ähnlich wie das Dachwerkzeug. Allerdings hat man immer eine Kurve und die wird in die Länge gezogen und dann wird noch eine Dicke zugeordnet. Da habe ich drei Möglichkeiten: diese rotieren und zwei Kurven miteinander verbinden. Ich beginne mit dem Einfachen. Wenn ich im Grundriss einfach loszeichne, kann man unten zum Beispiel lesen: Stellen Sie den Extrusionsvektor fertig. Das heißt, ich fahre eben in der Verlängerung, soweit ich es haben will, zum Beispiel 12 Meter. Und dann soll ich, geben Sie unten wieder, geben Sie die Größe des extrudierten Profiles an, also was dann in die Länge gezogen wird, wie groß soll das sein? Und da gehe ich jetzt mal auf 8 Meter. Ich habe es also jetzt in richtig mit 12 mal 8 Meter, das aber in Wirklichkeit, wenn ich es anklicke, etwas komplexer aufgebaut ist. Also hier habe ich den Extrusionsvektor und hier habe ich die Kurve, die sozusagen entlang des Extrusionsvektors in die Länge gezogen wird. Wie schaut das in 3D aus? Steuerung 3, Steuerung 0. Hier haben wir sowas. Wenn ich es anklicke, sieht man den Aufbau, der Extrusionsvektor. Und eben die Kurve, die in die Länge gezogen wird, und eben die Dicke. Bei größeren Bildschirmauflösungen kann man dann hier direkt die Dicke verstellen. Man kann es auch nach oben oder nach unten laufen lassen, die Sache, ähnlich wie bei der Wand. Ja, die Höhe wird ähnlich wie beim Dach, eben von Extrusionsvektor aus nach oben angegeben. Anfang Drehwinkel, Enddrehwinkel kann ich angeben, Verzerrungen kann ich angeben und ich kann diese Kurve verändern. Das heißt, wenn ich die Kurve anklicke, bekomme ich meine Padpalette, ich stelle sie mir ein bisschen besser ein und kann hier mit der Kurve etwas machen. Ich kann das Ganze natürlich ganz normal verschieben, drehen und so weiter. Ich kann aber auch neue Punkte setzen oder diese Biegung verändern. In diesem Sinn. Wenn ich neue Punkte setze, wird es mir zuerst einmal gerade gesetzt, gerade gemacht und dann kann ich neue Punkte reingeben und die Kurve dann vielleicht doch wieder ausrunden, wenn ich das will. Das heißt, ich bin in meiner Gestaltungsmöglichkeit völlig frei. Natürlich ist es sehr viel einfacher, wenn ich diese Kurve im Schnitt bearbeite. Das heißt, wenn ich mir bei den Sichten eine Ansicht oder einen Schnitt gestalte. Ich nehme es mal komplett vorne vorbei, schaue in diese Richtung. Der S01, der besteht dann hier. Und hier sehe ich, wenn ich das anklicke, wieder die Kurve, die ich wieder bearbeiten kann, wenn ich das will. So, nein. Da muss ich die Kurve wirklich gut treffen. Man sieht hier Segmente, natürlich ist es günstiger. Jetzt habe ich es. Wenn ich das reinsetze, geht das alles sauber mit. Gut. Das sind mal die Grundbearbeitungen. Was kann ich noch machen damit? Ich kann sie im Grundriss beschneiden. Das heißt, wenn ich das jetzt zuerst markiere, dann unter Planung, Schale, eine Schalenkontur definiere, ich kann auch ein Loch einschneiden, eine Schalenkontur definiere, dann kann ich jetzt einfach ein Polygon zeichnen. Dann sehe ich im Grundriss nur mehr die geschnittene Schale, obwohl sie noch immer geometrisch komplett vorhanden ist, aber eben nur mehr der geschnittene Teil. Steuerung 3. Und hier sehe ich jetzt meine geschnittene Schale in 3D. Wenn ich angeklickt habe, sehe ich immer noch die Konturen, wie sie wirklich sind. Wenn ich die geschnittene Kontur anklicke, sehe ich im Grundriss sozusagen diese Kontur mit den Schneidpunkten, die ich dann wieder auch in 3D verändern kann, wie ich gerade möchte. Das heißt, da kann ich auf diese Art sozusagen mit einem zweiten Element das Element Schale beschneiden. So.
So, wenn ich das lösche, ist es wieder ganz. Ähnlich verhält es sich, mit einem kleinen Unterschied, ähnlich verhält es sich mit Loch. Planung, Schale, Loch in Schale. Man findet das auch bei der rechten Maustaste. Loch in Schale erstellen. Da kann ich einfach reinzeichnen. Und habe dann, STRG 3, ein Loch in der Schale. Dieses Loch kann ich extra anklicken und da sehe ich, was er wirklich macht. Er stellt mir einen Schneidekörper rein. Diesen Schneidekörper kann ich jetzt verschieben, kopieren, drehen, auch im Raum. Und ich kopiere es mal, Steuerung groß E. Dann gehe ich auf diese Ebene und drehe diesen. Ich sage rechte Maustaste, weit drauf, dass man es sieht, Bearbeitungsebene, Ebene aufnehmen. Ich möchte jetzt diese Ebene möchte ich haben. Klick. Und jetzt kann ich es in dieser Ebene drehen. Steuerung D. Von hier mein Ausgangswinkel, mein Endwinkel. Steuerung E. Ich setze es etwas weiter raus. So. Also, hier sieht man den Unterschied. Hier habe ich diesen Schneidekörper so, hier habe ich den Schneidekörper senkrecht nach unten. Also man kann das wie extra Elemente und SOE-Befehle sehen. So, Bearbeitungsebene wieder horizontal. Was geht noch? Ich kann natürlich in eine Schale genauso, ich kann hier im Grundriss natürlich diese Öffnungen. Da habe ich es gedreht, deswegen sehe ich jetzt die Geometrie auch. Die kann ich natürlich auch wieder rauslöschen, kopieren und so weiter. Ich kann im Grundriss natürlich und im 3D auch Dachflächenfenster einbauen. Man kann eine Schale auch drehen. Das heißt, es würde sich ähnlich wie bei Wänden wahrscheinlich, es wäre nicht schlecht, wenn man auch normale Fenster und Türen einsetzen könnte. Das geht allerdings nicht. Also, ich drehe das jetzt mal in der anderen Richtung. Ich mache mir vorher einen Schnitt. Schau in die Ansicht, schau in diese Richtung. Hier ist er. Und nun kann ich Steuerung D diese Schale auch so drehen. Man sieht, das Dachflächenfenster bleibt in der Falllinie. Also es wird dann immer trotzdem richtig eingebaut. Auch wenn ich das Dach komplett schräg stelle. Gut. Was ist noch möglich? Diese Dinge, diese Schalen können miteinander interagieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel diese Schale hier nochmal kopiere, Steuerung große D, und zwar in sich selbst um den Mittelpunkt, drehe und kopiere, Steuerung D, dann habe ich Steuerung 3, sowas. Und ich kann sie miteinander verbinden wie zwischen Dächern und Dach und Wand. Das heißt, ich kann jetzt hergehen, die beiden markieren, rechte Maustaste, verbinden, Elemente mit Dachschale trimmen und bekomme zum Beispiel so ein Kreuzgewölbe. Wenn ich diese Kurve entlang des Extrusionsvektors jetzt verändere, bleibt diese Verbindung erhalten. Das heißt, man kann diese Schalen auch sehr gut als Untersicht von Deckenkonstruktionen verwenden. Und natürlich, wenn ich es raussetze, auch vielleicht nur auf eine Richtung. Also so Verbindungen machen damit. Was geht noch? Ich kann natürlich die Kanten dieser Schale auch anklicken. Hier nicht. Also wenn ich das hier anklicke, habe ich dann noch die Möglichkeit, die Schale zu vergrößern und verkleinern. Das ist nicht so wie bei Decken, dass ich jetzt alle Kanten irgendwie bearbeiten könnte oder bei Dächern, sondern ich habe schon diese Form
Wenn ich eine andere Form haben will, muss ich sie beschneiden. Aber einige Dinge kann ich schon machen. Also das hier zum Beispiel kann ich machen. Das war jetzt hier auf diesem Punkt, in dieser Funktion. Ich kann es auch gleich so drehen, wenn ich möchte. Und was geht noch? Ich kann es auch seitlich verschieben. Also so etwas ist durchaus auch möglich. Das ist jetzt nicht gedreht, sondern seitlich verschoben. Okay. So, was geht noch? Natürlich genau das gleiche kann ich auch zwischen Dach und Schale auch machen. Das heißt, ich kann hier ein Satteldach haben und setze so eine Schale hin und bekomme eben diese Darstellung, die ich eben dann haben will. Ich schalte mir jetzt mal die Trimkörper ein. Ansicht, Bildschirmdarstellungsoptionen, Trimkörper. Beim Dach gab es ja die Möglichkeit, die Trimkörper auf die Außenkante oder auf die Aufsetzlinie zu stellen, dass ich hier drunter noch so einen kleinen Anflug des Daches bekomme. Bei Schalen geht das ähnlich, es schaut aber anders aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt diesen Trimkörper für diese Schale verändern will, STRG hat das T, kommt immer in die richtige Dialogbox, mache ich hier alles zu, gehe ins Modell, hier im Modell findet man das, Trimkörper, Extrusion nach unten, da habe ich mehr Möglichkeiten. Ich kann es auch nach oben extrudieren und ich kann es bearbeitbar machen. Da entsteht, wenn ich das mache, bearbeitbar, hier eine blaue Linie, die ich bearbeiten kann. Das heißt, ich kann hier diese blaue Linie, da kann ich neue Punkte setzen. Das heißt, dieser Trimkörper kann entlang des Extrusionskörpers ebenso bearbeitet werden. Und damit kann man dann schon in Verschneidungen mit Wänden schon einiges machen. Ich zeige es mal ganz kurz, wenn ich hier. Moment, ich mache es zuerst mit einer Schraffur. Ich zeichne das, dann die Schraffur, gehe auf Plus und zeichne hier einfach dazu. Diesen Punkt nehme ich mit. Geht nicht. Ich sollte das zuerst markieren. Nein, das war das Falsche. Das ist auch das Falsche. Also, wenn ich jetzt übereinander liegende Elemente habe und ich hovere mit der Maustaste drüber, jetzt habe ich die Schraffur. Mit der Tabulatortaste könnte ich durchschalten. Schale. Hier habe ich die Schale. So. Also, drüber bleiben. Jetzt habe ich die Schraffur dran. Tabulatortaste. Na, jetzt habe ich überhaupt die Schraffur. Passt. Ich schnappe das und mache das jetzt mal kleiner. So, und jetzt baue ich mir Wände drunter. Wand, Leertaste, Klick, Steuerung 3, alle Wände, Steuerung A, mal durchsetzen, rauf damit und mit den Schalen gemeinsam, also die Schalen dazu wählen. Rechte Maustaste verbinden, Elemente mit Dachschale trimmen. Trimmen. So. Dann sieht man jetzt, was dieser Extrusionskörper macht. Also, bei dieser Schale habe ich den Extrusionskörper ganz außen gelassen. Deshalb sehe ich diese Wand, die hier herausläuft, sehe ich noch. Also bis hierhin. Hier sehe ich es nicht mehr, weil es den Extrusionskörper dieser Wand verlässt. Und hier sieht man die Wand, die eigentlich ganz runter geht, sieht man nur mehr innerhalb dieses Extrusionskörpers. Das heißt, damit kann ich dann komplexere Sachen gestalten, komplexere Anschlüsse, Dachgauben und so weiter. Ich muss nur sozusagen
von dieser Schale diese blaue Linie entsprechend gestalten. Und kann eben alles darstellen, was ich eben damit darstellen will. Gut. Was geht noch? Gehen wir das wieder weg. Grundsätzlich lassen sich bei Schalen natürlich auch Mehrschichtigkeiten einstellen, also wie ein Dach behandeln, mache ich jetzt mal nicht. Und dann kann ich noch verschiedene andere Formen von Schalen machen. Also ich kann zum Beispiel hier sagen, hier Mittelpunkt, hier beginne ich und hier ziehe ich dann entlang dieser Mittelachse meine Schale auseinander. Ich bekomme im 3D so etwas. Und wenn ich dann das zum Beispiel zusammenführe, größer mache, kann ich auch durchaus Kugelformen damit gestalten. Zurück, zurück. Oder ich möchte einen neuen Punkt setzen, dann wird es wie sonst auch gerade. Und ich kann damit völlig frei gestalten, das hier zum Beispiel anklicken, sagen, eigentlich möchte ich den Winkel ändern, ja, das war jetzt falsch herum, und so weiter. Diese Möglichkeiten bestehen. Zurück, 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 zurück. So. Ich kann auch die Achse kleiner machen, da muss ich allerdings aufpassen, dass ich dann oben keine Einbuchtung bekomme. Das heißt, ich muss dann den Extrusionsvektor hier mit Tangente bearbeiten und eben gerade rausfahren, dass ich dann oben eine schöne Kuppel bekomme. Gut, was geht noch? Ich habe auch die Möglichkeit, ich gehe den Grundriss. Ich habe auch die Möglichkeit, hier ein Profil, hier einen Extrusionsvektor, ich könnte es auch schräg machen, und hier das nächste Profil zu zeichnen. Ich mache es mal absichtlich größer. Und dann schauen wir uns an, was jetzt wirklich passiert ist im 3D. Steuerung 3. Also, das war, diese blaue Linie war das erste, was ich gezeichnet habe. Dann bin ich hier nach hinten gefahren und das war das zweite, was ich gezeichnet habe. Und ich kann jetzt hier das gleich bearbeiten. Und ihr seht, es wird einfach verbunden. Oder einen neuen Punkt setzen, geht auch. Oder auch komplett anders. Das heißt, diese Funktion ist manchmal nötig, um verbogene Dinge darzustellen. Aber es ist im Grunde genommen relativ einfach. Sonst funktionieren die ganzen Schalenfunktionen, die wir sonst bei den anderen Schalen gehabt haben, auch. Und ich habe noch die Möglichkeit, all diese Dinge in einfachen und komplexeren Formen gleich zu zeichnen. Aber im Endeffekt, es wird immer dieselbe Art Körper hergestellt. Gut, das war es mal bis hierhin. Auch noch nicht ganz. Ich gebe das nochmal weg, was ich nämlich mitgenommen habe. Das bietet sich an, war bei Schalen gleich, ich mache wieder das vorne, also Extrusionsvektor, Schale, und schaue mir den Schnitt an, ich gehe in den Schnitt, dieser ist S02, der andere, dieser hier, ich bearbeite das jetzt mal, ich mache das gerade. Möchte unter Umständen so eine Dachform haben und jetzt brauche ich da irgendwelche Träger darunter. Das heißt, ich werde mir irgendwo eine Unterkante reinzeichnen und jetzt Leertaste, Klick, jetzt habe ich das alles mit Linien ummantelt. Ich nehme das wieder weg. Sage mal Steuerung A, sehe die ganzen Linien. Dann baue ich mir mein Fachwerk rein.
so wie ich es vielleicht haben will oder auch nicht haben will, egal. Sage jetzt eine Liniensteuerung A, damit ich alle habe. Ich brauche oben auch, überall rundherum müssen Linien sein. Dann gehe ich rein, sage Planung, Planungsextras, Trustmaker, Fachwerk erstellen. Ich könnte jetzt Hohlkörper, Profile und so weiter nehmen. Ich nehme mal ganz normale Hölzer. Ich mache es gelb, dass man es hier gut sieht. Fachwerkprofile könnte ich mir alles einstellen. Lasse ich mal. Ich sage jetzt okay. Er fragt mich, wie das Ganze heißen soll. Gebe ich einen Namen und sichere es und bekomme ein Bibliothekselement allerdings auf dem Grundrissplan. Wo? Genau an der Stelle des Schnittes, allerdings herumgedreht. Ich drehe das jetzt mal. Das kann dort sein, wo es hin soll. Es kann aber auch herausgedreht sein. Steuerung D. Ich drehe das mal von hier nach hier. Wenn ich es jetzt ansehe, wird man sehen, es wird nicht stimmen. Der Schnitt. So. Hier ist dieses neue Fachwerk, Steuerung E. Ich schnappe es mir, gebe es mal dorthin, wo es hingehört. Irgendwie ist es verdreht. Ja, es geht von den Achsen aus. Da habe ich vermutlich zu wenig aufgepasst. Das heißt, man müsste das jetzt in die Achsen setzen. Ich mache es nochmal. Weg damit. So. Schnitt da. Das wundert mich jetzt, warum das verdreht wurde. Ich probiere es einfach nochmal. Steuerung A. Planung. Trissmaker. Fachwerkerstellung. Habe ich da irgendwas übersehen? Attribute. Nein, Fachwerkprofile. Und es wird von der Mitte ausgezeichnet, deswegen stimmt es dann nicht ganz. Ah, mache ich es anders. Okay. Ich sage, wenn ich 10 cm habe, gehe ich 5 cm nach innen. Also Steuerung A. Die will ich jetzt nicht dabei haben. Komma 0,5, 5 cm kleiner. Die mache ich mir neu. Ja, könnte ich jetzt genauer konstruieren, ist mir egal. Wo war es? Planung, Trustmaker, Fachwerk erstellen. 10, Breite, 10, 10. Okay, das müsste hinhauen. Okay. Ersetzen. So, hier ist das Ding wieder. Ich drehe es wieder rüber. Wie gesagt, das kann nochmal. Steuerung D. Da muss ich jetzt noch anpassen. Ich stelle es mal gleich in die richtige Ebene. Ich nehme es am linken unteren Punkt und stelle es mal hin, dass es mal hier richtig sitzt. Sehe mir es im Schnitt nochmal an. Jetzt müsste es eigentlich hinpassen. Steuerung E, wenn ich jetzt diesen Punkt hier nehme und auf diesen Punkt setze. Ja, jetzt passt es genau hin. Also es geht genau von der Mitte aus. Und jetzt kann ich es im Grundriss einfach aufteilen. Steuerung Raute. Ich sage aufteilen. Ich sage, ich möchte 15 haben. Teilungen. Okay, dann nehme ich den rechten unteren Punkt des Elementes, nicht den linken. Halte mir die Großtaste fest, wenn ich angefangen habe zu fahren, damit ich auf der waagrechten bleibe und klicke. Dann habe ich eben die Möglichkeit, Steuerung 3, hier mein Fachwerk mir anzusehen. Wie gesagt, weil es gerade zu Schallen passt, weil sie irgendwie eine Unterkonstruktion braucht. Das ist eine Möglichkeit, wie man so etwas relativ flott hinbekommt. Gut, dann möchte ich an dieser Stelle beenden und viel Spaß beim Herumprobieren.